Hallo liebe Leute, hier ist wieder Ruttröten mit einem kurzen Video und zwar geht es heute um die Tomax Panzerglasfolie, die ich mir für das HTC 10 bestellt habe und ob ich damit zufrieden bin oder nicht, das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Glasfolie habe ich bereits auf meinem HTC angebracht. Hier nochmal ein kurzer Überblick, was alles drin ist. Ein Tuch zum Trockenreiben, dann natürlich ein Alkoholtuch zum vorher den Bildschirm sauber machen, ein Dustabsorber, den ich nicht verwendet habe. Und das war es eigentlich auch schon. Und die Hülle, wo die Panzerglasfolie drin ist. Die Panzerglasfolie kostet so um die 7 Euro und ich muss sagen, dass ich sie nicht weiterempfehle. Ich habe ja bereits eine Panzerglasfolie für das OnePlus 2 benutzt und zwar war die 1000-mal besser. Die hat besser gehalten, aber das lag auch darin, dass das Display beim OnePlus 2 Smartphone, welches ich immer noch nicht wieder habe, gerade ist. Und daher schreiben die hier extra auch auf die Verpackung, die Panzerglasfolie ist bewusst zu klein, da dieses Display am Rand gerundet ist. Deswegen hat man hier auch um das Display noch einen Streifen, der nicht abgedeckt wird von der Displayfolie. So weit, so gut. Das finde ich persönlich auch nicht so schlimm. Aber was ich extrem schade finde, durch das gebogene Display sieht man hier schön am Rand, dass man hier kein... dass die Displayfolie nicht richtig hält. Also man hat hier, wenn das Display ausgeschaltet ist, sieht man hier einen unschönen Rand. In der Mitte klebt das Display schön fest, also die Folie, und am Rand nicht. Das sieht unschön aus und deswegen werde ich mich auch von dieser Folie verabschieden. Vielleicht werde ich auch demnächst eine neue Folie bringen und testen und euch auch darüber informieren. Also die Tomax Panzerglasfolie, die gibt es unter anderem bei Amazon. Empfehle ich für das HTC 10 zumindest nicht. Das soll es schon gewesen sein von diesem kurzen Video. Bis zum nächsten Mal, euer Ruttröten.